Hallo und willkommen zurück. Ja, jetzt geht Horizon 3 mal weiter. Und was machen wir denn heute? Was tun wir heute? Haben wir schon mit allen geredet? Wir haben mit Xe geredet, Bahati hat mal geredet. Ja, gefangenen Slim haben wir gerettet. Wow, cool. Der ist irgendwie hängen geblieben. Ja. Das ist mir auch noch nicht passiert. What the... Wow. Das sah uncool aus. So, warte mal. Aber ich weiß noch, wo ein Eingeborener, glaube ich, ist. Achso, stimmt ja. Ich vergesse jedes Mal. Bambule, Gucho. Alter, irgendwie hängt's wieder. Ja. Das läuft ja wunderbar. Alter, mein Computer muss ich dringend nochmal General überholen. Also mitten in ein Projekt mache ich das ungern eigentlich. Was willst du? Ich mach dich fertig. Au. Und tschüss. Da fällt er mal ein bisschen. Man sieht ihn gar nicht mehr. So, da sind auch noch Krallenaffe. Okay. Zack. Und zack. Oh, das ist kein Gegner. Aber es sind sie ja nie hier. Die lassen sich auch immer einfach töten. Ganz anders als in Gothic. Ja, ja. Ja, genau. Da ist noch eine Eingebrochene. So heißt. Ach, weibliche Form. Ja. Okay. Ich gucke aber noch gerade hier. Hat man hier noch irgendwas? Nee. Nee. Sehe ich noch nichts mehr. Alles klar. Okay. Miyamiti. Was ein Name. Uchuhalima Miyamiti? Was hast du gesagt? Chi. Miyamiti Chakeke. Miyamiti Taka Ona Guchos. Pi. Piraten? Sehe ich das richtig? Du willst zu den Piraten an den Strand? Chi! Was? Er hat das verstanden, okay. Und was will eine Eingeborene bei den Piraten? Das ist eine gute Frau. Eine Frau unter Piraten. Keine gute Idee. Ja. Was will eine Eingeborene bei den Piraten? Guchos Sheshu. Piraten hübsch. Du stehst auf Piraten? Oh Mann. Die hat wohl zu lange in der Sonne gelegen. Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube nicht, dass dein Plan eurem Häuptling gefallen wird. Chaka Hiruto ona Papai. Miyamiti eigene Kopf. Aha. Und wird das geduldet auch, ist die Frage. Wenn ich dir helfe zu verschwinden, sitzt mir der ganze Stamm der Kieler im Nacken. Ja, das könnte passieren. Wenn ich dir helfe zu verschwinden, sitzt mir der ganze Stamm der Kieler im Nacken. Tavu yala yala? Abhauen? Glaub mir, einfach hier rauszurennen klingt nicht nach einem Spitzenplan. Außerdem muss es im Piratenlager sicher für dich sein. Sonst könnte es ein kurzer Besuch für dich werden. Chi, Mia Chupara. Mia Miti warten hier. Sicher ist sicher. Okay, was soll ich da jetzt machen? Aloha, Shisho Gucho. Aloha, Shisho, wat? Ja, das ist eine interessante Quest. Sicher ist sicher. Miyamiti hat den Wunsch, bei den Piraten am Strand zu leben. Wo ich nicht weiß, ob es dort für sie sicher ist, kann ich sie nicht dort begleiten. Ja, und was muss man da machen? Buß. War ja klar. Der ist ein Unsicherheitsfaktor. Das stimmt. Aber so, jetzt gucken wir erstmal. Bones vernebelter Geist. Buß vernebelter Geist. Ach, Bones. Ja, lesen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ach, stimmt. Das ist auch hier in der Nähe. Da müssen wir auch noch hin. Ein köstliches Mahl. Moleke. Das ist am Dings. Das machen wir nachher. Rache ist süß. Hä? Wir haben doch gesagt, wir verschonen ihn. Warum habe ich den Auftrag immer noch? Hä? Ach, muss ich mit Dark Patty noch reden deswegen? Ja, okay. Ich habe mich um Slim gekümmert.
Er wird so schnell niemanden mehr in die Irre führen. Und was macht dich da so sicher? Weil ich ihm garantiert keine zweite Chance geben werde. Gut. Denn wenn einer meinen Bruder umbringt, dann bin ich das. Na, besten Dank. Jetzt hab dich nicht so. Da lacht's nur. Na, Hauptsache ich wach nicht eines Morgens mit einem Messer im Rücken auf. Der Schatz von Captain Flint, das war ja immer noch da hinten. Im verbotenen Tal oder wie auch immer. Streit um... Hä? Ach, haben wir dem das auch noch nicht erzählt? Asila? Questziel? Hä? Und hier aus einer haben wir doch schon. Hä? Jetzt bin ich perplex. Also, ja, das ist das Einzige, was in der Nähe ist. Sicher, muss ich auch wieder zurück. Obwohl, warte. Ein Zeichen der Ahnung habe ich ja auch noch gesehen. Das ist ja irgendwie als Extra-Quest hier. Das ist wohl wichtig. Das ist als Extra-Quest. Kräftiger Panther ist da unten. Okay, im Tal. Da haben wir ja auch noch gar nicht uns umgeguckt. Okay. Aber erstmal, das war irgendwo da. Mit dem... Mann, so viel Quest. Da komme ich durcheinander hier. Dann gucken wir mal. Da unten gehen wir mal über die Brücke. Vielleicht kommen wir da... zumindest nah ran. Wie ich das sehe, kommt man ja gar nicht zu Fuß hin. Muss man wahrscheinlich Papageienflug hin. Oder so. Hä? Die kämpfen da. Was zum Teufel? Pam hier? Da ist ein Gnom. Was macht ein Gnom hier? Oh, verdammt. Nein! Ich werde jetzt nicht ein paar mehr umgebracht haben. Oh, bewusstlos zum Glück nur. Wow. Alter, ich dachte schon. Ach, das ist noch eine Spinne. Alter. Runter und drüber geht's hier gerade. Alter, paar mehr. Geht's ja gut. Hilfe. Oh, schön. Wow. Au. Hey, auf zwei Seiten, unfair! Was soll das? Oh, beide gleichzeitig umgebracht, schön. Pamir, wo ist denn Pamir jetzt? Hey, geht's dir gut? Hey! Scheiße! Ich hoffe, der steht nochmal auf. Pamir, rede mit mir! Das macht hier ein Gnom? Das ist der erste Gnom, den ich hier sehe. Ne, normal stehen die doch irgendwann auf, oder? Alter. Ich habe jetzt Angst, weiterzugehen. Wenn ich das wüsste, dass der wieder aufsteht. Sollte ja normal. War ja bis jetzt immer so. Ah, der will nicht. Hm. Was mache ich jetzt? Nicht, dass ich jetzt weiterspiele und der nicht mehr aufsteht. Das wäre blöd. Da steht ja auch noch ein Eingeborener. Tadashi. Wow. Und die Gegner auf einmal. Okay, das sah komisch gerade aus vom Kampf. Was macht denn hier noch ein Eingeborener? Naja, okay, die sind ja überall. So ist ja nicht. So, hey, Tadashi. Rede mit uns. Oha, Gucho. Du siehst aus wie ein Jäger. Chi, Mia Tadashi, Tufa der Kieler. Aha. Was macht die Jagd? Sheshu, Tadashi jung, aber guter Jäger. Chaka Hirutu, immer stolz auf Mia Maloche. Aha. Aha, ja. Weißt du, wo ich einen kräftigen Panther finde? Der schwarze Jäger kommt häufig auf unsere Insel. Gehe nach Nordosten. Dort findest du einen kleinen Altar und den kräftigen schwarzen Panther. Sehr gut, danke. Wie passend dein Altar dabei, aha. Du kannst mir bestimmt etwas beibringen. Chi, doch das werde ich nicht tun. Ich kann nur erfahrene Jäger lehren. Was? Ich habe schon so einige fertige Fische erledigt. Was muss ich tun, um dich zu überzeugen? Ich habe schon so einige gefährliche Viecher erledigt.
Wenn Gucho will lernen von Tonka, er muss beweisen. Zwei Aufgaben habe ich für Gucho, der wollen lernen. Erlege zwei Bestien, die Unruhe in den Dschungel bringen. Wenn Gucho meistert diese Aufgabe, Tadashi wird lehren. Okay. Okay, was muss ich tun, damit du mir mehr über die Jagd beibringst? Bekämpfe deine Kabuki, deine Feinde, deine Angst. Du musst der Wildnis ins Auge blicken. Nur so kann Gucho beweisen, würdig. Ein wütendes Warzenschwein und ein gefährlicher Alligator lauern im Osten. Sieh dich beim großen Wasserfall um. Das sind deine Kabuki. Doch Kapo, Gucho. Sei vorsichtig. Ich hier warten. Deine Bemalung sieht irgendwie komisch aus. Als wird dir was aus dem... Ist besiegt? Hä? Die sind beide schon besiegt? Okay, dann habe ich die auf dem Weg hierhin mal besiegt mit dem Bohrbohr wahrscheinlich. Der gefährliche Alligator ist besiegt. Ich habe gespürt, wie seine Kraft mit Gaia verschmolz. Sein Voodoo ist wieder an seinem Platz. Gut gemacht, Gucho. Du hast das gespürt? Wie willst du das gespürt haben? Okay. Das wütende Warzenschwein ist beseitigt. Sein Geist war verirrt. Es ist gut, dass er nun wieder in Frieden ist. So, ja. Ich habe deine Aufgaben gelöst. So wird Gucho zum Hoshi von Tadashi. Wenn du willst lernen, ich werde dich unterrichten in Kunst der Tufas. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft. Warzschweinfell, aha. Ob ich überhaupt was da lernen will, ich hab's einfach mal gemacht. Lehre mich etwas über die Jagd. Weil, ja, Fell abziehen, Trophäen ziehen, das interessiert mich ja alles nicht. Hat mich noch nie wirklich. Ah! Er ist ja doch aufgestanden. Aber wo ist er hin, ist die Frage. Er hat ja vorher hier oben... was war das? Ah, Markibäre. Hier oben gekämpft. Gehen wir mal oben wieder hin. Ich hoffe, da steht er irgendwo. Ja, da steht er tatsächlich. Unser kleiner Freund. Ich hoffe, der ist uns nicht böse. Psst, Homie, besser leise sein. Hä? Das störe ich? Warum so nervös? Warum so nervös? Homie verschreckt Tiere. Und wenn Tiere fliehen, Pamir muss Jagd von vorne beginnen. Darum ist es besser, wenn wir sind leise. Du bist Jäger. Ja, das ist eine gute Frage. Ein Gnome und ein Jäger passt irgendwie nicht. Du bist ein Jäger? Nein. Pamir ist auf Jagd, aber kein Jäger. Pamir will etwas sammeln, das verloren ist. Verstehe. Ein Sammler also. Nein, nein, kein Sammler. Auch nicht. Wenn du kein Jäger und kein Sammler bist, was bist du dann? Ein Gno, was sonst, Homie? Vergiss, dass ich gefragt habe. Nicht sauer sein, Homie. Große Reise bringt viele Fragen mit sich. Oh, das ist ernsthaft? Ich bin ein Gnome, super. Aber das schließt nicht aus, dass du kein Jäger oder Sammler bist, egal. Deine große Reise hat dich nach Kila geführt? Jep, jep. Und wie jeder Gnome muss Pamir auf großer Reise sein Auri Kulki finden. Ah, natürlich. Und du hast es noch nicht gefunden, nehme ich an. Nee, Homie. Pamir hat gefunden, aber Affe hat es ihm gestohlen. Oh. Das ist natürlich ärgerlich. Du hast dich von einem Affen beklauen lassen. Ein Gnome lässt sich beklauen, das ist auch gut. Davon geht die Welt nicht unter. Du hast dich von einem Affen beklauen lassen? Jep. Garstiger Dieb. Niemand beklaut Pamir. Aber dieser Affe ist besonders pfiffig. Er hat eine Kawa. Doch Pamir traut sich nicht hinein. Vielleicht weiß Homie eine Lösung. Warum traust du dich nicht rein, einfach reingehen? Das ist doch... Es kommt darauf an, was für ein Affe. Ist es so ein kleiner oder ein Krallenaffe? Die sind natürlich was gefährlicher. Wie sieht dein Aurikulki denn aus? Es ist ein kleiner Funkelring. Homies tragen ihn am Ohr. Ein Ohrring? Klingt nicht besonders spannend. Er glitzert über weite Strecken. Kumpo von Pamir dann immer wissen, wenn er sie besuchen kommt. Naja. Die Gnome suchen sich ja ihr Aurikulki nach ihrem Geschmack aus. Woher hast du den Ohrring? War Geschenk von Homie. Er ihn sicher nicht mehr gebraucht. Also hat Pamir ihn genommen. Okay. Ich werde dein Aurikulki finden. Tantan, Homie. Wenn du willst, zeigt Pamir dir den Weg zur Affenhöhle. Ein Wort genügt
und ich führe dich hin. Okay, dann bring mich dahin. Affige Angelegenheit. Oh, leck. Homie Lucky nach Gotzo und Pamir läuft. Los geht's. Folge Pamir. Alles klar. Okay, dann machen wir das doch zuerst. Ich wollte ja eher eigentlich die eine Pflanze da finden. Aber das verschiebt man dann mal auf, nach hinten. Wenn der uns hier gerade schon folgen sagen kann. Pamir ist verwirrt. Hä? Ging es rechts oder links lang? Was meinst du, Homie? Was? Woher soll ich das wissen? Lass uns rechts entlang gehen, wir nach links. Ja, aber wir wissen doch gar nicht, wo der Höhle ist. Toll. Ob wir jemals dieses Ziel erreichen? Links rum, rechts rum. Gehen wir nach links. Gehen wir nach links. Okidoki, gute Wahl. Pamir geht voran. Oh, willst du wissen? Hä? Hä? Ich hab doch links gesagt. Links ist für mich da lang. Der ist doch rechts. Willst du mich verarschen? Du später. Der will mich echt verarschen. Ich hab doch links gesagt. Vorsicht, Homie. Wir sind fast da. Wolltest du nicht links lang gehen? Links ist da, wo der große C... Schon gut. Ist nicht so wichtig. Mit einem Bananenkompass wäre die Suche viel einfacher. Was? Ein Bananenkompass? Alter, einmal kann er anscheinend nicht rechts und links voneinander unterscheiden. Und so ein Bananenkompass, geil. Bananenkompass? Was soll das denn sein? Homie muss einfach eine Schale mit einer Banane hinlegen. In der Richtung, wo die Banane abgebissen wird, ist die Affenhöhle. Und das soll funktionieren? Klaro. Doch genug Blabla. Mir nach. Und was ist, wenn der Affe die ganze Banane verspeist? Dann weißt du auch nicht, wo... Also, Bananenkompass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aha. Ist das die Kava? Ah. Wir sind da, Homie. Hier ist der Affe durch das Loch verschwunden. Bestimmt hat er mein Aurikulki dort versteckt. Wie soll ich durch das kleine Loch passen? Ja, sieht ein bisschen klein aus. Wie soll ich durch das kleine Loch passen? Homie zu groß. Affe nicht. Gut erkannt, Kleiner. Homies haben dir doch sicher gezeigt, wie man Affen freundlich macht. Du meinst, ich soll einen abgerichteten Affen benutzen? Jip, jip. Damit schafft Homie es. Ah ja. Aber ja. Der Paumer muss man wirklich für die Quest ein Affentrainer sein. Sonst kann man zumindest die Quest nicht erledigen. Die lässt sich nur damit schaffen. Okay, machen wir das doch. Gut, dass wir Affentrainer schon gelernt haben. Ah, ich wusste das, ja. Deswegen habe ich es gelernt. Me looky looky. Oh, der reagiert auf mich. Hallo. Alter, wie geil. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Wie der Gnome geil macht. Cool. Er freut sich richtig. Ich kann mich gerade gar nicht satt sehen, wie der macht. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Deswegen hat er sich wahrscheinlich so leicht beklauen lassen. Gold? Gold? Kleiner Ohrring. Das ist das Aurikulki, das hier noch kleiner als ich mir vorgestellt habe. Banane. Banane. Große Hülle ist das nicht. Das ist nur so ein Durchlass. Okay. Und was war's jetzt? Na dann. Gehen wir zurück. Achso, so gehen wir ja zurück. Nix da, nee, nee. Nee, nee, das Schmuckstück. Schön. Kommt dir das hier bekannt vor? Mein Aurikulki, du hast es gefunden. Homi grande, Kumpo. Ist Affe tot? Nein, von dem fehlt jede Spur. Egal, Homi bekommt trotzdem einen Teil von Pamirs Schatz. Yay, zwei Saphire, juhu. Was wirst du jetzt tun? Lucky nach Glitzersteinen. Je mehr, desto besser. Wenn alle Taschen voll, baut Pamir sich ein Floß und segelt zurück nach Hause. Und dann gibt es ein großes Fest. Aha,
Na dann, viel Glück bei der weiteren Reise. Wir sehen uns, Homie. Ja, ich hoffe es doch. Pass auf dich auf, Kleiner. Okay, Freunde, das war's eigentlich schon wieder für die Folge. Habe ich ja nicht viel geschafft. Okay. Na dann. In der nächsten Folge. Dann gucken wir uns noch weiter hier um. Panther müssen wir noch umbringen. Auch das müssen wir auch noch machen. Mal sehen. Okay. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.